Schwester, wer bist du? Was bringt dich zu uns ins Haus? Ich habe Samt und Seide für die Mädchen mitgebracht. Und woher weiß ich, dass du ein verschleierter Mann bist, der zu den Mädchen will? Was redest du da? Aber zeig mir dein Gesicht, damit ich sehe, ob du eine Frau bist. Mehr? Mehr? Ein bisschen mehr. Und? Das ist ein Freund von einem, das mir gefällt. Nun erklär mir, wer bist du eigentlich? Ich bin die Tante des Torfhändlers. Und wessen Frau bist du? Babe, mein Mann war der Makler, Kerbelein in Nessen. Er war Makler, gut, aber was macht er jetzt? Gott weiß, was er jetzt tut, er ist vor 12 Jahren gestorben. Gestorben? Das heißt, du bist verwitwet? Ja, ich bin Witwe, ja. Ja, gut, sogar sehr gut. Ich meine, wie sollen wir jetzt weitermachen? Was heißt hier weitermachen? Nein, ich meine, ich bin auch Witwe. Meine Frau ist vor 5 Jahren gestorben. Es ist gar nicht einfach, allein zu sein. Schau, wollen wir nicht gemeinsam eine Sache machen? Nein! Bleib doch, eins zu hin! Hallo, bleib doch. Ich meine, wir unterhalten uns doch gut. Du bist verwitwet, ich bin verwitwet. Wir könnten gemeinsam über unsere Sorgen sprechen. Und dann gäbe es nur noch... Was? Ein Mula. 300 Geld. Und ein Zuckerhut. Damit wir alles erleben. Warum redet jeder Großarabisch mit mir? Nenne Mekistadini, Hextür, Kanadier. Weißt du, was ich meine? Dann spüren wir uns. Was ist jetzt los?
Diese Frau ist seit 12 Jahren verwitwet und du findest keinen Mann für sie? Was soll ich tun? Ich habe niemanden gefunden, der gut genug für sie ist. Dieser Mann wie ich. Komm, ich bin auch verwitwet. Lass uns Verwandte werden. Meinst du das im Ernst oder machst du das Spaß? Nee. Wieso soll ich Spaß machen? Ich meine das von ganzem Herzen. Okay. Nehmen wir an, du heiratest meine Tante. Was kriege ich dann dafür? Was kriegst du dafür? Dein Lohn ist, dass du mit so einem Baby mir verwandt wirst. Während meiner Tante ist, dass sie glücklich wird. Und mein Lohn ist, dass ich eine Wohltat begebe. Was willst du mehr? Geh und lebe. Geld, ja, schade, hä? Nein, Baby, das reicht mir nicht. Wie bitte? Hör zu. Du willst dich mit mir verschwägern. Ich finde, wir sollten das gegenseitig tun. Was heißt hier gegenseitig? Wenn du meine Tante heiratest, dann will ich deine Tochter heiraten. Was? Was sagst du da? Soll ich meine Tochter, die Tochter eines Bays, in deinem Staub